Es geht, Leute. Kofferraum voll mit Geschenken. Heute nehme ich euch mal mit. Weihnachten Las Vegas. Wie macht Santa? Leute, wir haben die Geschenke alle aufgemacht. Ich habe die Jacke hier geschenkt bekommen, die ich mir umgebunden habe, denn es ist zu warm. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt Schnee da liegen habt in Deutschland, aber in Vegas ist nichts mit weiße Weihnachten. Jetzt auch kurz mit dem Hund spazieren gehen, Leute. Und dann geht es auch schon gleich rüber zum Aria, muss ich gleich noch fertig machen. Ja, wir haben den 25. aber da ist genug Action wohl. Gestern Abend waren da noch 7 Tische am Laufen, also keine Ahnung. Ey, Simba, come on, this way. Come on. Es geht, Leute. Hier nochmal meine krasse Weihnachtsdeko. Ab zum Aria, Leute. Auch an Weihnachten wird gegrindet. Denn richtig viele Kosten gehabt diesen Monat. Mussten sogar nochmal das Auto von meiner Tochter reparieren. Ich hatte da einen VW CC gekauft gehabt, das ist ein 2010er Modell. Das Auto brauchte neue Reifen und Zündkerzen mussten gewechselt werden. Also hat das auch noch mal eine Stange Geld gekostet. Fährt so schnell zu. Plus ja unsere mexikanische Family, da hat jeder irgendwie so 2-3 Kinder. Und also mussten wir ganz viele Geschenke kaufen diesen Monat. Dementsprechend viele Kosten gehabt. Die 200 Stunden haben wir auch noch nicht voll gekriegt, also deswegen Weihnachten Hardcore Grind nochmal. Heute ist wieder voll, Leute, aber nicht so schlimm wie beim letzten Mal. Mohammed Abi war heute nicht da, Leute, auf der Suche nach einem Parkplatz. Ich wäre fast zu Hause geblieben, denn Weihnachten, Leute. Außerdem habe ich mich so ein bisschen faul gefühlt, aber dann nochmal duschen gegangen, fertig gemacht und so und jetzt ist es besser. Also ich habe ja so eine strikte No Days Off Policy. Also wer mich kennt, der weiß, dass ich ein absoluter Workaholic bin. Und ich habe mal damals in einem Vlog ein bisschen Kritik gekriegt gehabt, weil ich mit der Dani nicht zum Konzert, zum Copperfield-Konzert gegangen bin. Oder zur Copperfield-Show eher. Die hatte mich damals eingeladen gehabt und ich bin lieber grinden gegangen im Mandalay Bay, weil ich diese Promo da schnappen wollte, die 900 Dollar. Und so ist das eben bei mir, Leute. Ich sitze lieber im Pokerroom und mache Geld, damit ich meinem Ziel näher komme oder beziehungsweise meinem Traum näher komme. Und das wäre halt natürlich unendlich Bankroll und unendlich Freiheit. Ich habe auf jeden Fall keinen Bock nochmal für eine Firma zu arbeiten. Ich habe mich da kaputt gearbeitet. Ich habe von morgens bis abends arbeiten müssen. Und oder es war halt mein Fehler, dass ich so hart mich hochgegrindet habe zum Creative Director und so und die ganzen Stunden da investiert hatte für jemand anderes, also beziehungsweise für nicht in mich selbst investiert habe die Zeit. Und jetzt kann ich das perfekt einteilen, dass ich so den ganzen Tag mit der Family bin. Wir unternehmen tagsüber immer irgendwas Cooles zusammen und abends habe ich meine 8 Stunden, die ich dann grinde. Dann grinde ich lieber hart, Leute, als dass ich hier jetzt nochmal faile. Wir machen einfach das, was uns am meisten Spaß macht im Moment und das wäre Pokern. Ich bin ziemlich froh, glücklich darüber, dass ich mit einem Spiel Geld verdienen kann, was mir so sehr Spaß macht. Ich werde auch mega oft gefragt, ob man als Poker-Pro
ob das Pokern tatsächlich noch Spaß macht. Also wenn man jeden Abend pokert, ob das noch Spaß macht. Und ich muss sagen, ich freue mich jeden Tag darauf, dass es jetzt irgendwie so 6, 7 Uhr ist, dass es jetzt losgeht nochmal an die Pokertische. Jeden Abend gibt es was Neues, neue Action, neue Leute, neue lustige Geschichten. Jedes Mal passiert irgendwas anderes. Also dumme Hände, manchmal Emotionen, Rollercoaster und all so Dinge. Deswegen ist das Spiel so cool, deswegen liebe ich das und deswegen sind wir heute Abend auch an Weihnachten am Start. So, bis jetzt sind wir $700-800 plus, Leute. Und für Weihnachten ist richtig krasse Action. Wir haben 7 Tische, 2, 5. Da sind 30, 40 Leute auf der Liste. Und ja, wenn man sich das mal vorstellt, wie viele Dealer hier heute arbeiten müssen und so weiter. Wenn die alle arbeiten, dann sind wir auch hier, Leute. Liegt auf jeden Fall genug Geld am Tisch. Und ich spiele im Moment A-Game. Also ja, wird schon einiges noch zusammenkommen heute. Kurze Pickelpause gehabt, Leute. Der Tisch ist auf jeden Fall mega geil. Direkt als ich mich hingesetzt habe, haben sie gefragt, ob ich Seven Deuce Game mitmache. $50 von jedem, also wenn man mit 7 Deuce gewinnt, dann kriegt man von jedem am Tisch $50. Und Straddle ist auch on, also 2-5-10 wird gespielt. Und wie gesagt, wir sind $700-800 ungefähr plus. Wir müssen noch ein paar Stunden. Und ja, zurück am Tisch. Look, everybody. That's Jack Keith Green. Keith. 280? 283. Die ADR-Session mit einem Plus von $1,027 beendet. Lustig ist, ich habe 6 Stunden und 11 Minuten gespielt. Die letzte Session, die ich gespielt hatte, die auch im Vlog ist, da habe ich 6 Stunden und 12 Minuten gespielt. Das meinte ich eben mit jeden Tag ist irgendwas anderes Lustiges. Ich habe heute einen mega Action-Tisch gehabt. Ganz viele Geschäftsleute am Tisch gewesen. Und ja, wie kann man das natürlich lieben? Einfach, dass man hier, dass ich mit einem Spiel Geld verdienen kann, meine Familie damit ernähren kann und dann auch noch coole Leute am Tisch treffe und eigentlich dabei Spaß habe. Was auch am Pokern so das Geile ist irgendwie, dass man sich dann so mit diesen Leuten einfach auch messen kann ständig. Geschäftsleute, Multimillionäre und so, die sitzen hier alle im Aria am 2-5-Tisch. Die spielen die auch höher, aber 2-5 ist so das Spiel, was alle spielen. Und ja, da trifft man halt auf entweder die dümmsten oder die schlauesten Leute der Welt. Und man weiß nie, was dabei rauskommt. Also auf jeden Fall lustig gewesen heute. Eine interessante Hand habe ich leider nicht für euch, Leute. Ich habe keine einzige All-In-Hand irgendwie gespielt. Ich kann mich jetzt nicht an All-In erinnern, außer dass ich einmal ein All-In gegen Shortstack, der hatte nur $300, ging Preflop rein, der hatte so 280 oder so. Ich hatte Buben gegen Könige. Das war die einzige All-In-Hand. Ja, die Geschenke haben wir auch wieder reingeholt, Leute. $1,000 plus, war nochmal eine coole Session hier. Weihnachts-Cash-Game-Session hier in Las Vegas. Hoffe, euch hat mein Vlog gefallen. Auch wieder so ein ganz kurzer Einblick in mein Leben hier in Vegas. Ich wünsche euch auf jeden Fall frohe Weihnachten, Leute. Einen guten Rutsch, falls es kein Video mehr geben sollte. Dieses Jahr dann jetzt nochmal guten Rutsch. Danke auch auf jeden Fall, dass ihr nach so langer Zeit immer noch am Start seid, die Vlogs supportet und so weiter. Ich hoffe, ihr seid im nächsten Jahr auch am Start. Da gibt es bestimmt einiges an Cash Game Action hier in Vegas. Und wer weiß, vielleicht könnt ihr meinen Weg dabei begleiten, wie ich irgendwie, keine Ahnung, High Roller werde oder vielleicht mal genug Bankroll zusammen habe, um Main Event zu spielen.
Da gibt es noch einige Träume zu verwirklichen, Leute. Ich bin noch ganz am Anfang meiner Karriere und freue mich, wenn ihr mich dabei begleitet auf meinem Weg zum Obercrusher. Alles klar, Leute. Vielen Dank fürs Liken, Kommentieren und nicht vergessen, abonnieren.